Der Supermarkt schnibbelt gern für uns. Wir müssen in der Mittagspause nur noch zugreifen. Mundgerechte Möhrenhappen, scheibchenweise eingeschweißte Tomate, Mango verzehrfertig gewürfelt. Und neuerdings auch immer mehr Käse. Im Quadrat gilt er plötzlich als Snack. Und damit macht der Handel richtig Geld. Wie viel? Sehr viel. So eine Portion kostet zum Beispiel 1,59. Ungeschnitten würde die gleiche Menge nur 88 Cent kosten. Ein Aufpreis von 71 Cent fürs Schnibbeln. Der Preis verdoppelt sich fast. Wir machen mit Passanten ein kleines Experiment. Wie lange dauert es, 200 Gramm Käse klein zu schneiden? So eine Minute ist man dann durch. Eine Minute ist man durch? Ja. Okay, wir sind gespannt. Ich stoppe die Zeit. Und? Die Frau ist noch fixer als gedacht. 43 Sekunden. Ja, schon besser als geschätzt. Auch die anderen Passanten sind schnell. Im Schnitt ist der Käse in 60 Sekunden gewürfelt. Eine Minute Aufwand, 71 Cent Aufpreis. Das entspricht einem Stundenlohn von 42 Euro. Ja, ist irgendwie relativ teuer, ne? Selber schneiden viel besser. Und trotzdem, Käsesnacks sind Kassenschlager. Bequem boomt in den letzten 2 Jahren, sagen Marktforscher wie Jens Lönnecker. Der Bereich der Käsesnacks hat sich in 2014 laut Studien inzwischen auf 76 Millionen vergrößert. Man sieht also, dass dieses individualisierte Segment mit Einzelportionen, Miniportionen, Snacks wirklich boomt. Erstaunlich, dabei geht's mit so wenig Aufwand so viel billiger. Zweites Beispiel, Tomate Mozzarella. Der italienische Salatklassiker verkauft sich offenbar prima als Snack-Variante. Mehr als ein Mozzarella und eine Tomate sind in der Fertigpackung aber nicht drin. Und die lassen sich total schnell anrichten. Im Schnitt dauert es bei unseren Freiwilligen 45 Sekunden. Nee, die paar Sekunden, die tun ja auch keinem weh. Sind aber ganz schön teuer. Der fertige Salat kostet 2,26 Euro. Einzeln gibt's die Zutaten schon für 72 Cent. Ein Aufpreis von 1,54 Euro. Das entspricht einem traumhaften Stundenlohn von 123 Euro. Für den Supermarkt. Warum ist uns das so viel wert? Dass die Ware so vorgefertigt ist, vorgeschnitten ist, ist etwas, was die Konsumenten sich sehr, sehr stark wünschen. Es erinnert so ein bisschen so wie früher von der Mutter, mal was vorgeschnitten zu bekommen. Das ist dann leckerer, als wenn man sich das alles selber zubereiten muss. Also vielleicht doch lieber selbst Hand anlegen und das selbstgeschnibbelte eintuppern. Günstiger ist es allemal.